Guten Morgen. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Heute Morgen alles vernebelt, aber ich habe Hoffnung. Wetterbericht sagt, richtig schönes Wetter voraus. Also da überscheint die Sonne. Oh, die muss es nur noch wegbrutzeln. Okay, ich bin jetzt gerade losgefahren von dem Campingplatz Kratzmühle. Da war es ziemlich ruhig, gut geschlafen. Bin auch sehr schnell eingeschlafen, glaube ich kurz nach 9. Ich habe bloß das Problem, 5-6 Stunden Schlaf brauche ich bloß. Und dann nachdem bin ich ja ziemlich früh wach und dann kann ich auch nicht mehr einschlafen. Naja, aber da muss ich mir irgendwie die Zeit vertreiben noch ein bisschen, bis hell wird, also mit YouTube hauptsächlich. Ja, und Nachrichten gucken, weil wenn man kein Handy dabei hätte, man wüsste gar nicht, was in der Welt los ist. Ja, ich fahre dann jetzt erstmal Richtung Bellengries wieder die Strecke. Zum Glück haben wir die gestern schon gesehen. Ja, und dann werde ich vielleicht da noch mal ein bisschen was fürs zweite Frühstück einkaufen. Ja, habe ja Zeit und mal sehen, wann die Sonne sich hier durchkämpfen kann. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Meine heutigen Tour, ich schätze mal so nach Regensburg. Jetzt bin ich wieder draußen aus Bellengries, ja, habe ein bisschen eingekauft, habe ich lieber jetzt gemacht. Ach, nachher muss ich einkaufen, wenn die Sonne scheint. Es ist 9:15 Uhr, es ist immer noch neblig, aber es soll sehr warm werden heute. So, überscheint auf garantiert echt die Sonne, aber naja, ich kann es ja nicht ändern, ich muss jetzt nehmen, wie es kommt. Und naja, vorher in Bellengries drin. Bei der großen katholischen Kirche, dann war da ja auch noch Einschulung drin. Ja, hier ist erst Schulbeginn in Bayern, weil die haben immer sehr spät die Ferien. Aber jetzt ist in ganz Deutschland wieder Schule. Ja, jetzt fahre ich weiter Richtung Dietfurt, so wie es aussieht. Super Landschaft hier, ja, glaube ich zumindest. Ich kann immer noch nichts sehen. Die Sonne versucht jetzt langsam mal durchzustechen. Ja, was soll man machen? Ne? Muss ja nehmen, wie es kommt, aber ich fahre auch nicht zu schnell, denn die Etappe wird wahrscheinlich heute auch nicht so lang. Ja, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit heute Morgen, ein bisschen zu bummeln. Ja, und wenn man hier so rumfährt, gucken die Leute einen immer an und dann: Ah, kein Strom, ah, toll.
Jetzt ist es schon was Besonderes, ohne ein E-Bike hier rumzufahren. Ja, so ändern sich die Zeiten. Dietfurt bin ich jetzt durch. Ja, war auch sehr schön da. Aber jetzt muss man hier so ein bisschen hoch. Und nicht unten am Main-Donau-Kanal, der jetzt hier ist. Der jetzt hier anfängt, wo die Altmühle jetzt eingemündet ist. Ja, aber schön ist das hier. Es wird auch sofort warm und ich bin auch sofort umgestiegen auf kurz. Ja, noch ein bisschen hängt der Nebel. Aber das muss ich bald nur noch in Minuten handeln, bis das alles weg ist. Hier ist nochmal eine schöne Karte, wie ich gerade gefahren bin, im Nebel, bei den Gries. Hier unten ist der Weg, denn hier hoch, Dietfurt, ja, ist ein Abstecher wert. Ich weiß nicht, ob man hier unten auch irgendwo fahren hätte können. Naja, man musste dahin, der steilste war jetzt hier, den Berg hier hoch und dann wieder hier runter. Jo, aber ab jetzt ist man am Main-Donau-Kanal oder auch ehemals Ludwig-Donau-Main-Kanal. Noch die Reste davon. Aber das ist ja schlagartig warm geworden. Ich glaube, es ist schon fast 20 Grad. Boah, das wird ein schöner Tag. Da habe ich doch ein gutes Plätzchen gefunden für mein zweites Frühstück. Hier direkt am Kanal, das ist noch ein Stück, altes Stück von diesem alten Kanal. Hier ist der neuere Eggersberg, die Anlegestelle ist da drüben. Und natürlich habe ich das Zelt ausgebreitet. Muss ja trocknen, das ist echt nass. Aber ich habe jetzt erstmal Hunger, so ein bisschen. Kann ich hier so alles nochmal genießen, die schöne Wärme. Die Wetter-App sagt, das sind nur 15 Grad, aber das kommt mir überhaupt nicht so vor. Das ist in der Sonne viel, viel wärmer. Aber ja, das muss erstmal trocknen hier. Also dann erstmal Mahlzeit. Ja, und es hat sich gelohnt, das mitzunehmen. Ja, hätte nicht unbedingt nötig getan, ganz vom Bellengries das hierher zu schleppen. Aber so musste ich nicht. In der Sonne
denn reingehen und die Sonne verpassen. Dann wäre ich länger im Nebel gefahren, also war es so richtig. Jetzt muss ich erstmal lecker, lecker, lecker essen. Das tut mir echt leid für euch, aber ich esse erstmal lecker jetzt. Richtig schön. Echt mega chillig hier längs zu fahren, total eben, wunderschöne Aussichten hier. Das sieht ja schon gar nicht aus wie ein Kanal, das sieht immer noch aus wie ein Fluss. Das ist echt klasse. Das Wetter, oh, ist rein, man hat so einen leichten Gegenwind, aber der macht nichts. Jetzt bin ich hier in Riedenburg, auch natürlich sehr, sehr schön anzusehen. Allein die Kulisse hier, echt klasse. Wow, also es macht echt Spaß hier zu radeln, echt ein toller Radweg. Ich muss mich wiederholen, da sitzt sogar ein Eisvogel im Baum. Da fliegt er gerade weg. Ja, habt ihr bestimmt nicht gesehen, das war zu klein. Aber Mann, 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 selbst an diesem Kanal Natur pur. Also es macht riesigen Spaß hier. Ja, bei dem Wetter natürlich sowieso. Ja, ich habe jetzt 37, 38 Kilometer, glaube ich, habe ich. Hier wäre auch der nächste Campingplatz auf meiner Route gewesen. Also es wäre gestern viel, viel zu weit gewesen. Aber echt klasse. Also ein wahrer Radeltraum, würde ich sagen. Ja, Kelheim stand noch nicht dran. Die Mündung, ja, werde ich sehen. Also kann auch länger dauern. Es macht riesigen Spaß. Eigentlich fahre ich hier auf der verkehrten Seite, aber die Brücke war gesperrt, also sollte man hier bleiben. Aber ich glaube, hier gibt es keinen verkehrten Weg. Der ist auch sehr, sehr schön hier. Da habe ich wieder die Isabel. Ja, die habe ich ja schon öfters gesehen. Zum ersten Mal bei der Pause, bei der zweiten Frühstückspause in Riedenburg. Und jetzt hier habe ich sie wieder eingeholt. Ja, echt, echt klasse. Und dann oben noch so eine schöne Burg. Ja, da kann man schöne Einstellungen machen, oder?
diese Brücke gehört wohl ins jedes Video, der hier einmal den Altmühlweg fährt. Die Holzbrücke von Essing, ja, das gehört dazu, aber da fährt man nicht rüber. Man kann rüberfahren, steht Alternativroute. Ich glaube auf dieser Seite anscheinend. Ja, aber in die andere Richtung kann man auch gut was sehen, nämlich oberhalb. Oh, so eine Burg sieht auch nicht schlecht aus, oder? Und Isabelle kommt auch schon wieder ran. Was heißt das eigentlich jetzt? Dürfen E-Bikes jetzt hier nicht fahren? Ist doch Motorkraft, oder? Jetzt rolle ich wohl auf Kelheim zu, so wie es aussieht. So, an dieser Stelle ist die Altmühl wirklich Geschichte. Da kommt der Main-Donau-Kanal ran hier in die Donau. Ja, das war's. Also der zweite Flussradweg habe ich jetzt hiermit beendet. Also komplett. Ja, ist schon ein gutes Stück gewesen. Viele sind manchmal hier schon vorbei, aber für mich geht's weiter. Jetzt fahre ich auf den Donauradweg. Ja, den werde ich aber nicht ganz folgen, nur bis Regensburg. Ja, und das ist so heute mein Ziel. Ja, in Kelheim. Da gab es dann nochmal lecker was zu essen. Gyros mit Tzatziki und Pommes. Oh, nicht Tzatziki, also sei froh, dass hier kein Gerüstfernsehen ist. Ja, 37 Kilometer waren es in Kelheim. Ich bin schon ein paar Kilometer raus. Ja, so weit ist es gar nicht mehr. Aber es war eine schöne Reise an der Altmühl, kann ich jedem empfehlen. Echt, echt klasse. Das waren echt zwei verschiedene Welten. Bis Treuchtlingen war es eigentlich ziemlich weit immer. Und dann kamen die engen Täler. Da wurde es immer enger und felsiger und viel mehr Burgen. Und ach, ganz herrlich war das. Naja, jetzt geht es erstmal weiter Richtung Regensburg.
Na hier an der Donau geht es genauso schön weiter wie an der Altmühl. Wow, tolle Landschaften hier. Wow. Und so eine schöne Kühle von Wasser her, das ist echt sehr, sehr angenehm. Echt klasse, das kann man gar nicht beschreiben. Bestes Radlwetter, beste Radlgegend, ein Traum. Ach, bin ich durch. Jetzt sind es noch 16, 17 Kilometer bis nach Regensburg. Ach, und kommt auch irgendwie bald dazwischen. Irgendwo den Naab-Zufluss. Ja, aber war auch echt schön bis jetzt. Ich habe gerade einen Seitenwechsel noch davor hinter mir. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Aber eigentlich gibt es doch keine richtige oder falsche Seite, oder? So wie an der Mosel. Das ist die Donaubrücke der A3. Jetzt ist Regensburg echt nicht mehr weit. Boah, da werde ich gleich mal gucken. Da gibt es nämlich einen Campingplatz, ob ich da vielleicht unterkomme. Bei dem Wetter muss man ja zelten. Boah, und in den nächsten Tagen sind Campingplätze eher rar gesät. Also versuche ich es erstmal da. Ich glaube, da oben geht es morgen früh rüber. Hier steht auf dem Schild Karl Münz. Da geht ins Naabtal. Können wir mal auf der Karte gucken. Das sind nur ein paar Meter. Naja, nicht ganz. Ein bisschen kann man doch sehen. Da stehe ich direkt hier runter. Ich fahre hier rein. Hier ist irgendwo der Campingplatz. Da will ich morgen dann rein. Ich weiß nicht wie weit. Das ist aber hier der 5-Flüsse-Radweg. Den werde ich nicht fahren. Die geht mal hier oben weiter an der Naab. Ne, die haut hier ab. Die geht da weiter. Ja, das ist aber erst morgen dran. Naja. Jetzt fährt der Zug weiter, hat gerade unten gestanden. Naja, dann erstmal zum Campingplatz. Thank you.
Ja, bin auf dem Zeltplatz angekommen, Azur Campingplatz, Regensburg. Ja, hier ist die Zeltwiese. Ja, hier bin ich gut untergekommen, aber da werde ich nicht nächtigen. Ich habe mir was gegönnt. Ja, das Ding. Ja, eine Bike Lounge. Das ist doch mal was. Nach 3 Tagen jetzt campen im Zelt habe ich mir das jetzt mal gegönnt. Ja, ist doch heftig. Das ist doch mal was. Besser als ein Zimmer. Nur mal was ganz anderes. Mal reingucken, wie es aussieht da. Ja, Leute, ein bisschen warm hier oben zwar noch, da mache ich gleich mal auf hier, aber ich habe ein Bett heute Nacht und Strom, ja, was kann es besseren geben? Also das macht er, das ist ja stark. Ja, es ist ja noch recht früh, ich weiß gar nicht wie spät, oh, 4:45. Naja, da kann ich erstmal gleich hier einräumen, duschen gehen oder mal sehen, vielleicht erst nochmal in die Stadt. Ja. Das werde ich gleich mal entscheiden. Also ich räume hier erstmal ein. Ja, Kostenpunkt 55 Euro. Ja, schon ein bisschen mehr, aber nach so 3 Tagen jetzt, nach so vielen Kilometern, habe ich es mir jetzt mal gegönnt, dass es hier das gibt. Ja, ein ordentliches Bett, Leute. Das wird eine schöne Nacht, hoffe ich. Natürlich geht das jetzt noch mal in die Stadt rein. Ich fahre jetzt hier noch an der Donau entlang bis in die City und schaue sie mir noch mal an. Und dieses Fahrrad, das fährt sich jetzt total komisch ohne Gepäck. Hilfe, Hilfe, das ist total wackelig. Das ist echt immer witzig, wie sich das Fahrverhalten ändert jetzt. Aber erstmal rein in die Stadt. Jetzt stehe ich hier in Regensburg mitten auf der Steinernen Brücke. Ja. Das ist echt eine tolle Stadt, muss ich sagen. Ich bin da jetzt noch mal schön rumfahren, hin und her. Ich habe natürlich bestimmt nicht alles gesehen. Auf der anderen Seite der Donau, da ist auch noch Altstadt. Aber ich kann nicht alles sehen. Ich bin ja auch ein bisschen jetzt kaputt. Ja, es war ein sehr, sehr schöner Tag. Ein toller Abschluss hier. Dieses Ziel hier, das hat mir sehr gefallen heute. Der Radweg war toll. Keine Höhenmeter eigentlich heute, das waren nur die Brücken. 100 Kilometer sind doch wieder zusammengekommen mit dieser Tour hierher. Und wieder mache ich zurück zum Campingplatz. Aber egal, das hat sich jeder Meter gelohnt. Also das war sehr, sehr schön. Mir hat es sehr, sehr gefallen. Und wenn ich jetzt auf die Karte gucke, Wertheim, Regensburg, wie weit das auseinander ist. Über 430 Kilometer bin ich schon gefahren. Das ist von mir zu Hause bis nach Kassel, das kann ich mir gar nicht vorstellen, habe ich in diesen 4 Tagen geschafft. Leute, ja, das ist echt toll. Und ja, Deutschland ist schön und morgen geht es auch weiter. Ja, 2 habe ich jetzt abgehakt, Flussradwege, die Tauber und der Altmühl. Donau fahre ich jetzt nicht weiter, aber ich muss sagen, die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube,
da muss ich auch noch mal längs. Zumindest an der Deutschen, vielleicht auch noch weiter. Vielleicht mal nächstes Jahr oder irgendwann. Aber jetzt geht es erstmal an der Naab und die besteht aus drei Teilen. Ein normalen Naabtalradweg, dann geht es über in den Waldnaabradweg und dann in den Fechtelnaabradweg. Ja, das sind etliche Kilometer, besonders der letzte Teil wird bestimmt steil werden. Da geht es ins Fichtelgebirge. Ja. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Bis hierhin war es so klasse. Also jeder Kilometer war so toll. Also ich möchte ihn nicht missen. Und ja, der Tag war echt schön. Den werde ich jetzt ausklingen lassen auf dem Campingplatz, an meiner Lounge. Vielleicht noch einen Radler trinken oder so. Und den Tag zu Ende gehen lassen und ich werde bestimmt dort sehr gut schlafen können. Ich bin echt froh, das gemacht zu haben. Also bis hierhin war es klasse. Es geht ja morgen weiter. Also dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin Moin oder wie es hier heißt. Servus. Ja, inzwischen ist es alles egal. Hier laufen die Leute vorbei und man schnackt in der Kamera. Inzwischen ist man alter Fox schon.